aus dem vertraulichen Bericht des Gerichtsschreibers Paul Montandon an Dr. Hans Fehlbaum, Vorsitzender der Beamtenkammer des Obergerichtes, datiert vom 15. September 1931. Und wollen Sie mir deshalb gestatten, auf diese Angelegenheit kurz einzugehen, da die Erledigung dieses Falles in engem Zusammenhang mit der Beschwerde steht, die Herr Staatsanwalt Schönthal gegen meinen Vorgesetzten Herrn Dr. Max Jutzeler einzureichen sich verpflichtet gefühlt hat. Brandt wurde am Morgen des 4. August von Landjäger Kohli aufgegriffen und ins hiesige Bezirksgefängnis eingeliefert, unter der Anklage, sich eines Einbruchs im Hause des Landwirtes Geumann schuldig gemacht zu haben. Bei dem am nächsten Tage durch meinen Vorgesetzten Untersuchungsrichter Max Jutzeler durchgeführten Verhör gab der Angeklagte den Einbruch zu, betonte aber, er habe nur aus Not gehandelt und nur eine Wurst und einen halben Laib Brot entwendet. Die Tat sei in der Nacht vom 1. auf den 2. August geschehen. Bei dem Verhör benahm sich Brandt durchaus anständig. Die Tat erzählte er mit einem sonderbar trockenen Humor, so als handelte es sich um den lustigen Streich eines Schuljungen. Nachher vergoss Brandt einige Tränen, und über deren Ursache befragt, begann er mit der Erzählung seines Lebenslaufes. Da der Herr Untersuchungsrichter und ich nachträglich beschlossen haben, das Protokoll dieser Aussage den der Staatsanwaltschaft überwiesenen Akten nicht beizufügen, bitte ich Sie, sehr geehrter Herr Doktor, auch meinen Bericht vertraulich behandeln zu wollen. Die Fakten sind ja durch das spätere Verhalten des Brandt zur Kenntnis der Behörde gekommen. Der Angeklagte erzählte, er sei aus dem Armenhaus Breitiwil zusammen mit einer Insassin Pulver Margaret, die ebenfalls dort selbst versorgt worden war, entwichen. Habe sich 2 Monate lang im Jura herumgetrieben und sich vermittels Herstellung von Körben, die er nachher verkaufte, mühsam durchgeschlagen. Am 15. Mai 1931 wurde seine Begleiterin von der Stadtpolizei Biel aufgegriffen und durch Regierungsratsbeschluss vom 16. Juli 1931 nach dem Gesetz vom 11. Mai 1884, Artikel 4, Absatz 2, auf 1 Jahr in die kantonale Arbeitsanstalt Hindelbank versorgt. Der Angeklagte trieb sich nun ziellos herum. Er gibt zu, sich in einigen Bauernhöfen eingeschlichen zu haben, um zu Nahrungsmitteln zu gelangen, und ist schließlich von Landjäger Kohli in einem Heuschober, wo er genächtigt hatte, aufgegriffen worden. Brandt erzählte des Weiteren, er sei seit seinem 17. Lebensjahre fast dauernd interniert gewesen. Zuerst in der Erziehungsanstalt Trachselwald, danach in Witzwil, von wo er entwichen sei, dann in Thorberg. Da Zweifel an seiner Zurechnungsfähigkeit aufgetaucht seien, wurde von der Irrenanstalt Waldau ein Gutachten einverlangt, das zu dem Schluss kam, es handelte sich bei Brandt um eine ausgesprochene Geisteskrankheit. Auf dieses Gutachten wurde Brandt in der Heilanstalt dauernd interniert. Entwich aus derselben, wurde jedoch aufgegriffen, nachdem er sich diverse Einbruchsdiebstähle zu Schulden hatte kommen lassen. Als gemeingefährlich wurde er nach Thorberg zurücktransportiert, wo er auf die vorläufige Dauer von 5 Jahren versorgt wurde. Er benutzte diese Zeit, um sich mit Hilfe einer Korrespondenzschule in Radiotechnik auszubilden und bestand die Schlussprüfung mit Note 1. Das diesbezügliche Dokument wies Brandt Herrn Jutzeler auf Verlangen vor. Der Direktor der Strafanstalt setzte sich für seinen Zögling ein, befürwortete dessen Entlassung und vorläufige Unterbringung in der Armenanstalt Breitiwil, bis die Fürsorgestelle für entlassene Sträflinge dem Brandt einen seinen Fähigkeiten adäquaten Platz gefunden haben würde.
Brandt entwich jedoch schon nach 14 Tagen in Begleitung der vorerwähnten Pulver, die offenbar Anstifterin des Fluchtplans gewesen zu sein scheint. Die Person lahmte übrigens, und es scheint bei Brandt Mitleid die auslösende Ursache gewesen zu sein. Eine nähere Begründung des Hasses gegen die Armenanstalt, der in seinen Reden deutlich zutage trat, lehnte Brandt trotz Zuspruches ab. Bevor ich, sehr geehrter Herr Doktor, auf die Erledigung des Falles Brandt durch Untersuchungsrichter Jutzeler näher eintrete, möchte ich meine Stellung zu meinem Vorgesetzten kurz beleuchten. Dr. Max Jutzeler ist in unserer Stadt nicht sehr beliebt. Zwar hat ihm die humane Art seiner Untersuchungsführung die Sympathie der mit ihm in Berührung kommenden Angeklagten eingetragen. Als er vor 2 Jahren auf diesen Posten gewählt wurde, hatte er etliche Schwierigkeiten zu überwinden, deren größte wahrscheinlich die Tatsache war, dass seine Frau Ausländerin war. Wie er mir später in vertraulichen Gesprächen mitteilte, hat er 2 Jahre zu Studienzwecken in Dänemark verbracht und dort auch geheiratet. Frau Lilly Jutzeler-Jürgensen spricht gut Deutsch, hat jedoch Mühe, sich des einheimischen Dialektes zu bedienen. Übrigens lebt sie sehr zurückgezogen. Die Ehe ist bis anhin kinderlos geblieben. Die Zurückhaltung, die das Ehepaar den Einwohnern der Stadt entgegenbrachte, wurde ihm als Hochmut ausgedeutet. Ich bin stolz darauf, dass mich mein Vorgesetzter von Anbeginn an als gleichberechtigten Mitarbeiter betrachtet hat und war ja auch so liebenswürdig, mich oft zu sich einzuladen. Bei schwierigen Fällen hat es Herr Dr. Jutzeler nie versäumt, mich um meine Meinung zu befragen, da ich als der Ältere am Orte mehr Erfahrung mit der ansässigen Bevölkerung mein eigen nenne. Unsere Stadt, als Sitz des 2. Geschworenenbezirkes, hat in ihrer Umgebung eine vorwiegend bäuerliche Bevölkerung und ist es darum nicht zu verwundern, dass Herr Dr. Jutzeler als Städter und weitgereister Mann mit etwelchen Schwierigkeiten zu kämpfen hatte. Besonders möchte ich auf das Verhalten des Herrn Staatsanwaltes Schönthal hinweisen, der meinem Vorgesetzten von Anfang an Schwierigkeiten in den Weg gelegt und seine Untersuchungsergebnisse stets kritisiert hat. Da Sie, verehrter Herr Doktor, einen vertraulichen Bericht von mir verlangt haben, bin ich gewiss, dass Sie meine Andeutungen nicht gegen mich verwerten werden. Herr Staatsanwalt Schönthal ist das gerade Gegenteil meines Vorgesetzten. Politisch sehr tätig, Mitglied diverser Vereine, stammt er aus unserer Stadt und seine Frau gleichfalls. Diese Tatsache bringt es mit sich, dass er mit vielen Familien verwandt ist. Seine Popularität ist groß, er und seine Frau sind bei allen Anlässen, und deren gibt es viele, anwesend. Mein Vorgesetzter hingegen ist, wie gesagt, eher zurückhaltend, häuslich gesinnt. Er musiziert gerne, wozu zu bemerken ist, dass er virtuos die Geige spielt und seine Frau ihn hervorragend auf dem Klavier begleitet. Da ich selbst Musik sehr liebe, ohne Ausübender zu sein, werden Sie begreifen, dass die Abende, die ich in einem mir freundlich gesinnten Familienkreise verbringen durfte, mir äußerst wertvoll waren. Ich habe mich dagegen bemüht, Herrn Dr. Jutzeler, soweit es in meiner Macht stand, Unannehmlichkeiten zu ersparen, und dies ist mir gelungen, bis zu jenem Fall Brandt, dessen Ausgang ich Ihnen kurz mitteilen will, obwohl Sie denselben schon von anderer Seite erfahren haben durften. Nach dem Verhör mit dem Angeklagten war Herr Untersuchungsrichter Jutzeler der Meinung, dem Brandt noch einmal eine Chance zu geben. Seine Vorstrafen, sein unglückliches Leben war uns nur aus seinen eigenen Aussagen bekannt. Offiziell wussten wir darüber nichts. Ich machte Herrn Untersuchungsrichter zwar darauf aufmerksam, dass es seine Pflicht sei, weitere Erkundigungen über Brandt einzuholen, jedoch wehrte er sich gegen dieses Ansinnen und ich musste seinen hohen ethischen Argumenten mich beugen. Von bedeutendem ethischen Wert waren sie insofern,
als sie sich auf die Überlegungen des Philosophen Schopenhauer stützten, der ja in einer denkwürdigen Schrift das Mitleid als die ursprüngliche Wurzel aller Ethik anerkennt. Eine formale Inkorrektheit hat sich mein Vorgesetzter insofern zu Schulden kommen lassen, als er die Aussagen des Brandt über seinen früheren Lebenslauf nicht zu den Akten legte, die der Staatsanwaltschaft überwiesen wurden. Herr Dr. Jutzeler führte in seiner Schlussfolgerung aus, es handele sich im vorliegenden Falle um ein Notdelikt in einem Betrage, der 20 Franken nicht überstieg. Staatsanwalt Schönthal genehmigte nach Einsicht der kurzen Akten den Überweisungsbeschluss an das Polizeigericht, das Brandt zu einer Woche Gefängnis verurteilte. Er wurde am 11. August entlassen, besuchte einen Untersuchungsrichter noch und erhielt von demselben eine Unterstützung. Am Abend dieses Tages zündete Brandt die Scheune und die Stallungen der Armenanstalt Breitewil an. Der Schaden, der durch Versicherung gedeckt ist, beläuft sich auf annähernd 15.000 Franken. Brandt wurde noch am gleichen Abend, sozusagen auf frischer Tat, ertappt, gefasst und in das Untersuchungsgefängnis Langenthal eingeliefert. Da die Tat in einem anderen Geschworenenbezirk begangen worden ist, werden wir mit dem Fall offiziell nichts mehr zu tun haben. Doch hat Herr Staatsanwalt es nicht versäumt, meinem Vorgesetzten Vorwürfe über die gewissenlose Art der Untersuchung zu machen und ihm mit einer Beschwerde vor dem Beamtengericht zu drohen. Drohung, die er wahrgemacht hat, wie aus Ihrem geschätzten Schreiben vom 14. dieses Monats erhellt. In der Hoffnung, dass Sie, geehrter Herr Doktor, die durchaus menschlichen und ethischen Beweggründe meines Vorgesetzten zu würdigen wissen werden, verbleibe ich mit dem Ausdrucke vorzüglicher Hochachtung stets Ihr ergebener Montandon. Aus einem Brief von Frau Dr. Lilli Jutzeler-Jürgensen an ihre Schwester Inge Jürgensen, Volksschullehrerin in Kopenhagen. Ist es leider so, dass Max mir täglich mehr Sorge macht. Und da ich hier in dieser furchtbaren Kleinstadt keine Freundin besitze, muss ich wohl dir klagen. Du hast dich schon damals, als Max bei uns verkehrte, über seine Absonderlichkeiten, wie du sie nanntest, gewundert. Du hast mir sogar erzählt, er wasche sich mindestens 20-mal am Tag die Hände. Auch auf die sonderbare Auffassung, die er, der Jurist, von der Gerechtigkeit habe, machtest du mich aufmerksam. Ich muss gestehen, dass alle diese Sonderbarkeiten mich wenig kümmerten. Auch haben sie sich in den ersten Jahren unserer Ehe kaum bemerkbar gemacht. Unser Verhältnis war ja nie leidenschaftlich. Es schien mir eher immer, als ob er in mir die Mutter sehe. Dies hat sich wenig geändert. Ich war auch froh, dass Max bei mir immer Trost und Zuflucht suchte. Und diese beiden ihm so wichtigen Dinge gab ich ihm gern, da ich ja in seinem Amt so stark eine Autorität hervorkehren musste, die seinem Wesen fremd ist. Aber seit 14 Tagen etwa merke ich, dass mit Max etwas nicht in Ordnung ist. Ich will dir einige Beispiele geben. Wir empfangen oft den Besuch eines Herrn Montandon, der meinem Manne Schreiber ist. Es ist dies ein komischer, dicker Herr mit großer Glatze und einem leuchtend roten Gesicht, dessen Mund von einem struppigen Schnurrbart ganz verdeckt ist. Er ist Junggeselle und ist immer froh, zu uns zu kommen, da er, wie er sagt, vom Wirtshaushocken genug hat und gern mit sympathischen Menschen beisammen sei und nicht mit Spießbürgern. Auch scheint er unsere Musiziererei sehr zu schätzen. Besonders hat es ihm die Violinsonate in G-Dur von Mozart angetan, die Max sehr gut spielt und ich kapiere sie auch so ziemlich. Er hat einmal behauptet, sie klinge so, als ob ein Mensch einem Totentanz zusehen müsse und dazu singe, um sich das Grauen zu vertreiben. Für einen Schreiber eigentlich ein ganz originelles Urteil. Seit 14 Tagen nun
hat Max seine Geige nicht mehr angerührt. Er fährt mich barsch an, wenn ich mich ans Klavier setze und einladend klimpere. Auch lässt er mich die meiste Zeit mit Herrn Montardon allein, der dann verlegen seinen dichten Schnurrbart streicht und mir zu erklären sucht, was mit meinem Mann los ist. Denn das ist ja das Merkwürdige an der ganzen Geschichte, dass die Veränderung, die mit Max vorgegangen ist, mit einer ganz bestimmten Angelegenheit zusammenhängt. Es hat sich, wie mir Herr Montardon erzählte, um eine Art Landstreicher gehandelt, der Max aus unerfindlichen Gründen sympathisch war, den er gedeckt hat, obwohl der Mann eine schwere Strafe verdient hatte und dem er sogar bei seiner Entlassung noch Geld zugesteckt hat. Dann ist dieser Landstreicher hingegangen und hat eine Scheune angezündet. Und Max fühlt sich natürlich schuldig. Er schläft fast nicht mehr, geht die halbe Nacht in seinem Arbeitszimmer auf und ab, und wenn er im Bett liegt, hält er seinen vom Kissen erhobenen Kopf so merkwürdig lauschend gegen die Wand, dass ich ihn manchmal ängstlich frage, »Max, hörst du etwas?« Dann schüttelt er den Kopf und blickt mich an mit ganz leeren Augen. Immer habe ich dann den merkwürdigen Eindruck, als spreche ich nur mit der Hälfte eines Menschen, die andere Hälfte lebt in einer anderen Welt und wächst dort zu ungeahnten Ausmaßen, um dann plötzlich in unsere Hierseitige einzubrechen. Ich mache mich schwer verständlich, aber die ganze Situation ist auch danach. Außerdem hat Max viel Unannehmlichkeiten mit seinem direkten Vorgesetzten, dem Staatsanwalt Schöntal. Ich habe diesen Herrn nur einmal gesehen, aber er war mir sehr unsympathisch. Denk dir ein weißes, glattes Gesicht in der Farbe an Pflanzenfett erinnernd. Darin klafft ein riesiger Mundschlitz, fast ohne Lippen, so dass der Herr Staatsanwalt einem gebleichten Frosch verzweifelt ähnlich sieht. Er macht sich gerne wichtig, überfällt Max oftmals in seinem Büro, verlangt Einblick in die laufenden Akten, wahrscheinlich um Max auf einem Fehler zu ertappen. Dies Misstrauen muss einen Mann, der empfindlich ist und gewissenhaft, und das ist Max ja, auf die Dauer aufreiben. Da diese andauernde Schlaflosigkeit Max ganz herunterbrachte, haben wir uns entschlossen, einen Nervenarzt zu konsultieren. Ich bin mitgegangen. Der Herr gefiel mir gar nicht. Er war schwerhörig, tat ungeheuer wichtig, fragte nach den ausgefallensten Dingen über unser Verhältnis zueinander, sprach viel von Komplexen und Verdrängungen und riet Max schließlich, die Musik sein zu lassen und sich dafür aufs Zeichnen zu werfen und die Bilder zu formen, die in ihm aufstiegen. Er werde dann Befreiung verspüren. Gegen die Schlaflosigkeit ordnete er heiße Fußbäder an. Es hat dies alles nichts geholfen. Zwar hat sich Max eine Schachtel Pastellstifte besorgt und zeichnet manchmal nächtelang. Seine Bilder würden die seligen Expressionisten von Neid zerplatzen machen. Furchtbare Geschöpfe, halb Mensch, halb Tier. Aber nicht etwa zahme Zentauren in der Art eines Böcklin, sondern gotische Monstren, wie aus einer Dämonologie abgezeichnet. Liebe Schwester, ich bin hier sehr allein. Und alle Leute sind mir feindselig gesinnt. Ich fühle das, wenn ich über die Straße gehe. Man würde es dem Städtchen gar nicht ansehen, dass es im Innern so böse ist. Vielleicht ist es auch gar nicht böse. Nur ich empfinde es so. Es liegt an einem See. Weiße Berge sieht man in der Ferne. Die Häuser der Innenstadt sind altertümlich, die Gehsteige erhöht, so dass man immer Stufen hinunter muss, wenn man auf die Fahrbahn gelangen will. Das Büro meines Mannes liegt im alten Schloss auf einem Hügel, der die Stadt beherrscht. Von dort hat man einen sehr schönen Rundblick über die nahen Berge, den See und den Fluss, der sich, wenn die Sonne ihn bescheint, wie eine glänzend metallene Schlange durch das Tal windet. Jetzt zwar, im November, liegt der Nebel über allem, und der gibt ständig seine Feuchtigkeit in kleinen Tropfen ab.
so dass man auch von einem kurzen Spaziergang ganz durchnässt nach Haus kommt. Die Menschen scheinen von dieser Feuchtigkeit angesteckt zu sein. Sie sind schlüpfrig. Nur Max und dieser komische, dicke Herr Montandon sind anders geartet. Sie kommen mir so trocken vor, als hätte der Meerwind ihre Seelen ausgetrocknet. Sie passen gar nicht zwischen diese Zuckerhüte, die sich in der Ferne wichtig machen und Majestät vortäuschen wollen, wenn sie sich einmal zu ihren berühmten Alpenglühen bequemen wollen. Wie gesagt, die anderen Leute gehören hierher. Sie sind vielleicht gutmütig, aber da ich ihre Sprache nicht rede, behandeln sie mich als Ausgestoßene. Ich kann nicht zu Gesellschaften gehen, sie schwatzen so viel. Nie hat das Meer ihnen das Schweigen beigebracht. Sie haben ihren kleinen See, sie haben ihre kleine Politik, die genauso tut wie ihr See. Manchmal sieht es zwar so aus, als ob er gefährlich werden wollte, aber es ist dann weiter nichts. Die Spielzeugdampfer mit ihren Schaufelrädern fahren sicher darüber. Es ist langweilig. Und dazu kommt noch die Angst. Du kannst jetzt vielleicht verstehen, was mich bedrückt. Auszug aus dem Bericht der Staatsanwaltschaft des geschworenen Bezirkes 2, Herr Schönthal, an den Vorsitzenden der Beamtenkammer des Obergerichtes, Dr. Hans Fehlbaum, datiert vom 6. Februar 1932. Möchte ich es nicht unterlassen, Ihnen noch folgende zwei Fälle zu unterbreiten, die meine seinerzeit abgewiesene Beschwerde gegen Untersuchungsrichter Jutzeler zu erhärten scheinen. Das Maß der Inkorrektheiten und groben Verstöße, deren sich vorgenannter Herr schuldig gemacht hat, scheint mir nun erfüllt und muss sich auf einer exemplarischen Behandlung der Angelegenheit bestehen, da es mir weiterhin nicht möglich ist, diese beispiellose Blamage unserer Justiz mit meiner Autorität zu decken. Und verlange ich deshalb, dass eine mit Vollmachten ausgestattete Kommission die von mir zu ihrer Kenntnis gebrachten Vorfälle untersucht. Fall 1. In dem Orte Steffigen wurde am 25. Januar die Leiche eines älteren, wohlgekleideten Herrn auf dem Friedhof des Dorfes aufgefunden. Die Gerichtskommission, bestehend aus Untersuchungsrichter Jutzeler, seinem Schreiber Montandon und Polizeiwachtmeister Studer, verfügte den Transport des Körpers in das Leichenschauhaus. Da zwei praktizierende Ärzte es ablehnten, die Sektion vorzunehmen, unter dem Vorwand, sie dürften nach einer Sektion 24 Stunden keine Geburtshilfe leisten, wurde Dr. Sieber aus hiesiger Stadt herbeigerufen, der dann die Sektion vornahm. Als Todesursache wurde ein Herzschuss festgestellt. Untersuchungsrichter Jutzeler soll sogleich geäußert haben, es handle sich hier offenbar um einen Selbstmord, obwohl Dr. Sieber ihm vorhielt, dies sei eine Unmöglichkeit. Die Kleider des Erschossenen seien nicht nur unversehrt, sondern Hemd, Gilet, Jacke und Mantel seien von fremder Hand zugeknöpft worden. Denn es sei nicht anzunehmen, dass ein Mann mit einem Herzschuss es noch vermöge, seine Kleider in Ordnung zu bringen. Untersuchungsrichter Jutzeler fuhr den Arzt barsch an, er habe sich darauf zu beschränken, das Sektionsprotokoll zu diktieren. Kriminologische Schlussfolgerungen seien Angelegenheit der Gerichtskommission. Dr. Sieber meldete mir bald darauf den bedauerlichen Verstoß meines Untergebenen. Jedoch war es schon zu spät. Die Untersuchungen am Tatort. Augenscheinlich, und meine Ansicht stimmt mit der Dr. Siebers durchaus überein, handelte es sich hier um einen Mordfall, sind ganz mangelhaft geführt worden. Etwaige Fußspuren verwischt. Sogar die Personalien des Toten sind bis anhin nicht festgestellt worden. Der Herr Untersuchungsrichter aber versteift sich bis auf den heutigen Tag auf seiner Ansicht, dass ein Selbstmord vorliege. Auf Vorhalt der Unmöglichkeit einer derartigen Schlussfolgerung erklärte mir der Herr Untersuchungsrichter, er habe bestimmte Anhaltspunkte, er führe die Untersuchung und er verbitte sich Einmischungen von Drittpersonen. Fall 2. Blum, Christian, Handlanger, nicht vorbestraft, wurde vor 2 Monaten wegen eines Gelegenheitsdiebstahles im Betrag von 10 Franken, den er offenbar in berauschtem Zustande begangen hatte, verhaftet.
Trotzdem diese Tat im Maximum mit 10 Tagen Gefängnis wahrscheinlich mit Bewährungsfrist gebüßt worden wäre, sitzt der Mann seit 2 Monaten in Untersuchungshaft und ist seit 7 Wochen zu keinem Verhör vorgeführt worden. Der Mann hat Frau und 2 Kinder. Die Bevölkerung ist sehr erregt, denn Blum war beliebt. Kommentare über diesen Fall erübrigen sich. Besonders wenn man das Verhalten des Herrn Untersuchungsrichter im Falle Brandt in Betracht zieht. Einer baldigen Resolution entgegensehend grüßt Sie hochachtungsvoll. Undatierter Brief von Frau Dr. Jutzeler an den Gerichtsschreiber Paul Montandon. Lieber Herr Montandon, kommen Sie und helfen Sie mir. Mein Mann hat sich eingeschlossen, seit gestern Mittag. Ich habe nicht in sein Arbeitszimmer eindringen können. Er gibt keine Antwort. Auch gegessen hat er nichts. Schon die vorhergehenden Tage waren schrecklich. Warum haben Sie sich nicht bei uns gezeigt? Ich weiß sonst niemanden, an den ich mich wenden könnte als Sie. Bitte kommen Sie, so schnell es Ihnen möglich ist. Sehr, Ihre Lilli Jutzeler. Aus dem 2. vertraulichen Bericht des Schreibers Paul Montandon an den Vorsitzenden der Beamtenkammer Dr. Hans Fehlbaum, datiert vom 14. Februar 1932. Empfinde ich es als ein großes Zeichen des Vertrauens von Ihnen, sehr geehrter Herr Doktor, dass Sie sich gerade an mich um Auskunft über das Unglück wenden, das meinen verehrten Vorgesetzten Dr. Max Jutzeler betroffen hat. Nachdem ich am 12. Februar beiliegenden undatierten Brief von Frau Jutzeler Jürgensen erhalten hatte, erhielten gewisse Auffälligkeiten, die ich im Verhalten des Herrn Untersuchungsrichters die letzten Tage hindurch nicht umhin gekonnt hatte zu bemerken, erst ihre richtige Erklärung. Nebenbei möchte ich nur bemerken, dass es mich wundert, dass diese Anomalien Herrn Staatsanwalt Schönthal nicht ebenfalls aufgefallen sind. Es ist für einen Untergebenen immer schwer, in derartigen Angelegenheiten die richtigen Schritte zu ergreifen. Das Odium, das auch heutzutage noch auf den Geisteskranken lastet, ist zu groß, als dass man verantwortliche Maßnahmen selbst ergreifen könnte. Der Brief von Frau Jutzeler wurde mir durch einen Boten aufs Büro gebracht, von welchem mein Vorgesetzter schon 2 Tage abwesend gewesen war. Er hatte mir nur kurz telefoniert, dass er sich unwohl fühle und das Bett hüten müsse. Ich muss nun sagen, dass ich die Merkwürdigkeiten in Dr. Jutzelers Verhalten mit diesem Unwohlsein in Verbindung brachte. So viel weiß ich ja auch, dass gewisse Infektionskrankheiten in ihren schleichenden Anfängen eine Veränderung der Persönlichkeit hervorrufen. Aus Frau Jutzelers Brief schien mir eine andere Möglichkeit näherliegend, und so setzte ich mich zuerst telefonisch mit einem Arzt der nahen Heil- und Pflegeanstalt in Verbindung und bat ihn, einen Notfall zu begutachten und für alle Fälle in Begleitung 2 Pfleger hierher zu kommen. Danach begab ich mich in die Wohnung des Herrn Untersuchungsrichters. Seine Frau empfing mich an der Haustüre. Sie wusste die Angst, die aus ihrem Brief sprach, gut zu verbergen. Sie bat mich nur, jegliches Aufsehen zu vermeiden und ihrem Mann zuzureden, endlich sein Arbeitszimmer zu verlassen. Sie habe die ganze Nacht vor der verschlossenen Türe zugebracht, habe geklopft und um Einlass gebeten, jedoch vergeblich. Sie habe auch kein Geräusch im Zimmer gehört. Ich begab mich nun vor die Tür des Arbeitszimmers, rief den Herrn Untersuchungsrichter verschiedene Male bei Namen, jedoch ohne Erfolg. Ich beugte mich zum Schlüsselloch, doch innen stak der Schlüssel. Einen Schlosser wollte ich nicht rufen lassen, da ich befürchtete, das dadurch entstehende Aufsehen könne auch der Gesundheit der Frau Untersuchungsrichter schaden. Da mein Körper ziemlich massiv ist, ich wiege, falls Sie, geehrter Herr Doktor, diese Feststellung interessiert, nahezu 2 Zentner, die Tür außerdem eine gewöhnliche, nicht sehr feste Tür war,
nahm ich einen kleinen Anlauf und die Tür sprang auf. Das Holz ist dabei ein wenig zersplittert, doch ist der Schaden nicht groß. Sie müssen den etwas gezwungenen Humor der vorausgehenden Sätze entschuldigen, denn ich gehe nur ungern an die Schilderung des Anblicks, der sich mir darbot. Mir fiel zuerst ein Bild von, wie mir schien, riesigen Ausmaßen auf. Bei näherer Prüfung war es nicht größer als ein gewöhnliches Zeichnungsblatt, 65 mal 50 Zentimeter, das mit 4 Reißnägeln an der Wand über dem Schreibtisch befestigt war. Es stellte einen riesigen, weißen Grottenmolch vor, mit menschlichem Antlitz und menschlichen Armen. Mit den Armen hielt das Ungetüm eine Menge unglücklicher menschlicher Gestalten umklammert, deren Gesichter, obwohl klein, dennoch leicht zu erkennen waren. In der vordersten Reihe war der gewisse Brand zu erkennen, über dessen Fall ich Ihnen seinerzeit Bericht erstattet habe. Weiter war der wohlgekleidete Herr auf dem Friedhof zu erkennen, über dessen Todesfall die Staatsanwaltschaft Beschwerde geführt hat. Zu erkennen war auch noch Blum Christian. Das Gesicht des weißen Grottenmolchs, das sich über all diese Gestalten lächelnd erhob, glich zum Verwechseln dem unseres Staatsanwaltes Schöntal. Ich konnte meine Blicke lange nicht von diesem merkwürdigen Bild trennen, das trotz seiner grellen Farben, der Hintergrund war von einem giftig kleinen Menschlein, alle in blutrotem Mäntel gehüllt waren, irgendwie starr und tot wirkte. Da hörte ich einen leisen Schrei. Es war Frau Jutzeler, die ihn ausgestoßen hatte. Der Herr Untersuchungsrichter lehnte an der Wand, dem Bild gegenüber. Wenn ich sage, er lehnte, so drücke ich mich nicht genau aus. Er stand da auf nackten Füßen, die Fersen etwa 10 Zentimeter von der Wand entfernt. Nur der Hinterkopf lehnte an der Wand, so dass der Körper in dieser merkwürdig schiefen und starren Stellung etwa wie ein an die Wand gelehntes Brett aussah. Herr Dr. Jutzeler musste stundenlang die gleiche Stellung beibehalten haben, so schien es mir wenigstens. Seine Hände lagen übrigens flach auf der Brust. Ich konnte den Körper nur mit Mühe aus seiner Stellung lösen, trug ihn auf ein nahes Ruhebett und teilte Frau Jutzeler mit, dass ich mir erlaubt hätte, den Beistand eines Psychiaters anzurufen. Sie nahm diese Mitteilung mit allergrößter Fassung hin. Nach geraumer Zeit erschienen denn auch der Arzt und die 2 Pfleger. Aus dem Gutachten der Heil- und Pflegeanstalt M. an den Vorsitzenden der Beamtenkammer Dr. Hans Fehlbaum, datiert vom 1. März 1932. Auch wenn die Latenzzeit sich auf eine längere Periode erstrecken kann, so sind die Prodrome doch dem fachlich geschulten Auge ohne weiteres kenntlich. Im Falle des Exploranten lag von vornherein der Verdacht einer latenten Schizophrenie nahe. Und wäre dies auch dem konsultierten Arzt bei einigermaßen genauer Aufnahme der Anamnese aufgefallen. Die im früheren Leben des Exploranten festzustellende Unstetigkeit, sein sich abschließen von jeglicher Gesellschaft, sein Grübeln über schwierige philosophische Probleme, seine nicht mit der tagtäglichen Realität in Einklang zu bringende Exaltation in allem, was einer abstrakten und durchaus ideellen Gerechtigkeitsidee nahekommt, lassen von vornherein auf ein Bild aus dem schizophrenen Formenkreis schließen. Bestätigt wird diese Diagnose durch die Aufzeichnungen des Exploranten, die jenen von Bleuler beschriebenen Wirklichkeitsverlust klar zutag treten lassen. Auch ist der körperliche Habitus des Exploranten ein sogenannter asthenischer, was nach Kretschmers Konstitutionstypenlehre ebenfalls erhärten würde, dass er dem sogenannten Schizoiden-Formenkreis einzurechnen ist.
Ich lasse nun einige Auszüge aus dem Tagebuch des Exploranten folgen, die Ihnen, sehr geehrter Herr Oberrichter, am besten ein Bild von der schon lang erwähnten Spannung in der Psyche des Mannes geben werden. 5. August, Fall Brandt. Es scheint mir, der Mann ist systematisch zur Verzweiflung gehetzt worden. Ich weiß, dass ich juristisch falsch gehandelt habe, aber dies ist mir gleich. Was steht höher, Recht oder Menschlichkeit? Die Menschlichkeit, das Mitleid mit einem von Jugend auf Verfolgten scheint mir wertvoller und zugleich Pflicht. Ich habe eigentlich eine Unterschlagung begangen, das Protokoll über den Lebenslauf des Mannes unterschlagen. Ich werde ihm Geld geben. Wenn ich den Glauben hätte, würde ich mit ihm beten. Und ich bin sicher, ich würde die Wunden heilen, die ihn quälen. Denn auch aus Leid kann einer zum Gesetzesbrecher werden. 12. August. Brandt hat eine Scheune angezündet. Er hat sich rächen wollen. Es ist meine Schuld. Warum habe ich den Mann nicht dazu gebracht, mir zu erzählen, was ihm in dieser Anstalt passiert ist? Ihm ist wohl weniger geschehen als der Frau, die mit ihm fortgegangen ist. Er hat aus Mitleid gehandelt. Ich stelle mir die Sache so vor. Er hat mit ihr gesprochen, einmal, zweimal. Die beiden haben dann einen Spaziergang gemacht und sind gesehen worden. Die Leute haben getratscht. Das Mädchen hat sich geschämt, zurückzukehren. Und er ist mit ihr gegangen. Eigentlich ein tapferer Kerl. Man sperrt die Leute jahrelang ein, ohne dass sie eine Frau sehen, geschweige denn mit ihr reden können. Überhaupt wissen wir, was in diesen Menschen vorgeht. Wir treten ihnen immer entgegen als Vertreter der Macht, nie als Gleichgestellte. Wie sollen wir dann verlangen, dass sie uns die Wahrheit sagen? Wir schnauzen sie an, wir strafen sie. Was sehen sie in uns? Doch nie den Kameraden. Ich weiß, Mitleid ist billig. Aber wie soll man helfen? Wie findet man den Weg, der zu jener Stufe führt, auf der sie stehen? Schlussfolgerung? Eigentlich bin ich schuldig an der Brandstiftung. Ich werde sie büßen müssen. 1. September. Ich habe ein merkwürdiges Kopfweh, es wandert. Und es ist, als wolle es sich auf die Augen werfen. Die Menschen sehen so schattenhaft aus, die Häuser sind unwirklich. Allein mein Schreiber, der alte Mortandon, scheint mir noch zu leben. Sonst sind alle Gespenster, die tot herumlaufen und es nicht wissen. Ich muss eine Strafe für mich finden. 10. September. Ich mag meine Geige nicht mehr anrühren. Es kommt mir vor, als sei sie lebendig und als spreche sie. Und auch das Klavier spricht. Und was sie sprechen, ist unerhört gemein. Ich will diese Gemeinmusik verführen und in den Wahnsinn treiben. Ein Nervenarzt hat mir geraten zu zeichnen, ich tue es. Es ist unerhört quälend, denn das Kopfweh steigert sich bei diesen Versuchen. Aber nachher ist eine sonderbare Entspannung da und ich kann 1-2 Stunden schlafen. Es ist, als ob die Monstren, die ich zeichne, sobald ich sie aufs Papier gebracht habe, nun wirklich zu bekämpfen seien. Nicht mehr unsichtbar in mir, wo sie immer flüstern. Sachen, die ich nicht niederschreiben darf. 6. November. Mortandon hat immer zu mir gehalten. Jetzt bekämpft auch er mich. Wenn er an seiner Schreibmaschine sitzt, spüre ich, dass er irgendwo eine Elektrisiermaschine verborgen hält, mit der er mir heimtückische Schläge austeilt. 6. Dezember. Ich werde erst gerettet sein,
wenn ich meinen großen Feind, den Widersacher, zeichnen kann. Er hat ein Froschgesicht und einen Molchleib, und er zerdrückt alle, die in seine Nähe kommen. Immer später in meinem Büro herum, denn er möchte die Quelle finden. Ein großer Verbrecher, obwohl er scheinbar nur 10 Franken gestohlen hat. Aber ich werde ihm schon auf die Schliche kommen. Er ist zumindest ein Mörder, ein Feind, ein großer Abgesandter der verderblichen Macht, die das Mitleid nicht kennt. Es heißt auch, er prügelt seine Frau und seine Kinder. Wir werden ihn eine Zeit lang im Kittchen, wie man in Deutschland sagt, halten. Und der Erzfeind wird nicht schlau genug sein, ihn zu finden. 25. Januar 1932. Ich bin immer schlaflos. Und wenn ich am Morgen ins Büro muss, so scheinen mir die Straßen wie eine Theaterdekoration. Und Lili, die noch im Bett liegt, wenn ich fortgehe, sieht aus wie eine Leiche. Sie weiß nicht, dass sie schon tot ist. Denn auch meine Mutter ist tot. Aber von der Mutter will ich nicht sprechen. Sie haben eine Leiche auf dem Friedhof gefunden. Der Arzt, der die Sektion gemacht hat, gab mir zu verstehen, dass es ein Mord sei. Natürlich war es ein Mord. Aber was nützt es, wenn ich den Mörder finde und ihn der großen Maschine ausliefere mit dem Froschmaul und dem Molchleib? Sie wird ihn einsperren, jahrelang. Und was wird damit gewonnen sein? Nichts. Mein ist die Rache, spricht der Herr. Der Widersacher wollte auch mich zur Mordtheorie bekehren. Ich habe ihm ins Gesicht gelacht. Selbstmord, sage ich. Dann ist die Sache aus der Welt. 12. Februar. Jetzt habe ich den Widersacher gesehen. Und ich will ihn zeichnen, so wie er mir erschienen ist, mit all seinen Opfern. Und dann werde ich ihn bekämpfen, mit meinem Blick. 2 Tage lang. Und fasten. Und zu Lili darf ich nicht. Sie würde mich abhalten. Nach diesen Zitaten darf ich wohl annehmen, dass Sie, geehrter Herr Oberrichter, meinen weiteren Ausführungen besser werden folgen können. Ich komme nämlich zu dem Schluss, besagten Jutzeler Max, Untersuchungsrichter, auf 1 Jahr krankheitshalber seines Amtes zu entheben. Nach Ablauf dieser Frist ist ein weiteres psychiatrisches Gutachten einzuholen, auf welches gestützt weitere Beschlüsse sich dann werden fassen lassen. Der Vorsitzende der Beamtenkammer des Obergerichtes, Dr. Hans Fehlbaum, an die Staatsanwaltschaft des geschworenen Bezirkes 2, Herrn Schönthal. Datum 10. März 1932. Waren wir über Ihre fortgesetzten Beschwerden gegen Untersuchungsrichter Jutzeler, zurzeit in der Heil- und Pflegeanstalt M, sehr ungehalten. Dies umso mehr, da der geistige Zustand des Betreffenden auch dem Schreiber des genannten Herrn aufgefallen ist und Sie sich bei diesem hätten erkundigen können. Es wird heute auch von Juristen eine, wenn auch noch so minime Vertrautheit mit psychiatrischen Fragen vorausgesetzt. Und es steht fest, dass ein Verhalten wie das Ihrige auch nach Ansicht des psychiatrischen Experten als unqualifizierbar anzusehen ist. Wir empfehlen Ihnen deshalb, weitere Verdächtigungen zu unterlassen. Ansonsten wir uns gezwungen sehen, gegen Sie ein Disziplinarverfahren einzuleiten. Der Vorsitzende des Obergerichtes, Dr. Hans Fehlbaum, an Frau Jutzeler. Den 11. März 1932. Sehr geehrte Frau Dr. Jutzeler, mit großem Bedauern habe ich von dem Unglück Kenntnis genommen, das Ihren Mann, Herrn Dr. Max Jutzeler, betroffen hat. Nehmen Sie bitte die Versicherung an, dass ich tief mit Ihnen empfinde und Ihre Tapferkeit, die Sie als Ausländerin inmitten einer Ihnen hostilen Bevölkerung haben erdulden müssen, sehr bewundere. Wenn Sie den Kummer über die Krankheit Ihres Mannes etwas überwunden haben werden, wäre ich erfreut, Sie einmal bei mir begrüßen zu dürfen.
Ich habe Herrn Dr. Jutzeler noch in guter Erinnerung, oft durch sein ausgezeichnetes Violinspiel erfreut. Sie müssen bedenken, verehrte Frau Jutzeler, dass wir alle unser Schicksal in uns tragen. Und das Schicksal Ihres Mannes war wohl nicht zu vermeiden. Wenigstens weisen die neuesten Forschungen nach dieser Richtung. Dass gewisse Rücksichtslosigkeiten von einer Seite, die ich nicht näher bezeichnen will, den Ausbruch der Krankheit beschleunigt haben, dass sie vielleicht, wie man in Fachkreisen sagt, die auslösende Ursache gewesen sind, damit müssen Sie sich abfinden. Wir können alle nicht aus unserer Haut heraus. Das ist leider eine Tatsache. Und es gibt gewisse Antagonismen, die so virulent sind, dass sie gewöhnlich mit dem katastrophalen Zusammenbruch des einen Teiles endigen. Zum Schlusse möchte ich Sie noch meiner großen Verehrung versichern. Und ich hoffe, dass meine geringen Worte Ihnen vielleicht... Ihren Mann werde ich besuchen gehen, sobald mein ziemlich überlastetes Arbeitsprogramm mir dies erlaubt. Und ich bin der festen Überzeugung, ihn schon auf dem Wege der Besserung zu finden. Sie dürfen nie vergessen, dass er an Ihnen eine feste Stütze hat. Mit hochachtungsvollen Grüßen verbleibe ich Ihr ergebener Dr. Hans Fehlbaum. Zweiter Auszug aus einem Brief von Frau Dr. Lilli Jutzeler an ihre Schwester, Fräulein Inge Jürgensen, Kopenhagen. Nach allem scheint mir nun fast, als sei die schwerste Zeit vorbei. Als ich nämlich Max das letzte Mal in der Anstalt besuchte, erkannte er mich. Er aß von den Trauben, die ich ihm mitgebracht hatte, lächelte mir zaghaft zu und sagte, ich habe immer geglaubt, dass du mich vergiften wolltest. Der Arzt hatte uns einen Raum allein gegeben. Ein Wärter stand vor der Tür, falls Max wieder einen seiner Erregungszustände haben sollte. Aber er war weich wie ein Kind. Ich schickte den Wärter fort. Dann saß ich neben Max. Plötzlich legte er seinen Kopf in meinen Schoß und weinte. Ich streichelte ihm die Haare. Der Arzt, den ich später sprach, ein großer Mann in weißem Kittel, mit einem sonderbar gefrorenen, aber herzlichen Lächeln, sagte mir etwas Merkwürdiges. Kindheitserlebnisse, besonders die Bindung an die Mutter, seien manchmal so stark, dass... Aber das ist schwer zu sagen. Im Übrigen sprach er von einer günstigen Prognose, dass diese Leute nie von ihrem Jargon loskommen können. Man würde glauben, sie seien nur glücklich aneinander rein könnten. Sonst sind sie ganz menschlich. Übrigens glaube ich wirklich, dass der Zustand von Max rasch wird besser werden. Freilich eine Restitutio ad integrum, wie die Leute hier sagen. Gott sei Dank habe ich nicht all mein Latein vergessen. Sie meinen damit nämlich eine vollständige Herstellung. Dies dürfe ich nicht erwarten. Max soll eine Zeit lang auf dem Lande wohnen und körperlich arbeiten. Das sei das Beste. Dank dem Entgegenkommen des Dr. Fehlbaum, der durchsetzte, dass das Salär meines Mannes weiter ausbezahlt wird, hat es ja damit keine Schwierigkeiten. Aber weißt du, ich sehe noch immer das Bild vor mir. Max in seinem Arbeitszimmer. Vor der bunten, schrecklichen Zeichnung, die er anstarrt. Die Wissenschaft ist ja eine schöne Sache, aber dennoch... Ein Weltuntergang von Friedrich Glauser.